Ich sehe den Zug. Und was jetzt? Und du hast einen Fallschirm. Ich habe einen Fallschirm, ja. Und was soll ich jetzt machen? Naja, du weißt schon. Springen. Ich soll springen? Ja. Aber das... Benji, so funktioniert das nicht. So hoch bin ich nicht. Da ragen überall Felsvorsprünge raus. Ich pralle dagegen, bevor sich der Schirm auch nur öffnet. Ethan... Benji, selbst wenn ich den Schirm öffnen kann, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, durch das Tal zu fliegen, einen Zug abzupassen und sicher auf ihm zu landen, während er fährt. Hast du mich gehört? Ja, ich hab dich gehört. Hey, ich versuche hier nur, dir zu helfen. Okay, und jetzt schaltest du einen Gang runter und reißt dich völlig zusammen. Ich stehe hier nämlich gerade extrem unter Druck. Wie muss ich von diesem Berg runter? Das seltsame Gefühl. Ich würde nicht nur den Schlüssel verkaufen. Ich verstehe nicht ganz. Ich schlafe besser, wenn ich ihn in den richtigen Händen weiß. Leben Sie wohl, Mr. Kittredge. Es war schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Lass ihn nicht aus den Augen. Gib bis zum Bahnhof gut auf ihn acht. Alana! Mach dir keine Sorgen um mich, Sola. Alana? Scheiße, wer sonst sollte ich bitte sein? Sind Sie der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Sie hat den Schlüssel. Wer? Die andere. Wer sonst? Dass ich es schaffe! Nein, bitte, bitte! Du kennst mich!
Schlüssel. Den Schlüssel! Oder die nächste ist für dich bestimmt. Auf den Tisch damit. Erledige sie. Thank you.